Also wir haben natürlich das Problem, wenn wir mal unterstellen, und das würde ich gerne sozusagen hypothetisch formulieren, bis es sich als Faktum erwiesen hat, wenn wir einmal unterstellen, dass Vertreter des syrischen Regimes die Verantwortung für den Giftgaseinsatz tragen, dass hier ein schweres Tabu gebrochen worden ist. Es ist eigentlich aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs eine internationale Vereinbarung, dass atomare, biologische und chemische Waffen nicht eingesetzt werden. Schon gar nicht gegen die eigene Bevölkerung. Dieses Tabu ist offenkundig gebrochen worden. Und darüber, glaube ich auch, kann der Rest der Welt nicht einfach hinweggehen. Die Frage ist, welche Reaktion angemessen ist. Und in meinen Augen ist in den letzten Tagen zu schnell und zu unzulässig die Frage der Reaktion reduziert worden auf eine militärische. Aber Sie würden schon sagen, mit dem Giftgaseinsatz gibt es eine neue Situation, obwohl der Konflikt schon so lange geht. Ja, es ist eine neue Qualität. Ja. Es ist, glaube ich, offenkundig, dass schon der Einsatz von schweren Waffen gegen die eigene Bevölkerung ein grausames Verbrechen ist. Darüber, glaube ich, braucht man nicht zu diskutieren. Das ist auch in einem Bürgerkrieg nicht hinnehmbar. Ich bin völlig d'accord, dass wir darüber nicht hinweggehen können. Aber die Frage der angemessenen Reaktion, glaube ich, muss man vom Ziel her anschauen. Eine militärische Eskalation würde international die Fronten verhärten. Es ist völlig offen, ob der Konflikt nicht weiter eskaliert, und zwar im Land selber als auch zu den Nachbarn hin. Syrien hat Vergeltungsmaßnahmen angedroht. Wir wissen, dass die Hisbollah unter Umständen bereit ist, Israel anzugreifen. Das heißt, wir können die Folgen nicht wirklich abschätzen. Und auf der anderen Seite ist auch in Washington klar, dass mit einer militärischen Reaktion Assad nicht so entscheidend geschwächt wird, dass er als Regierung, als eine Kraft im Land wegfallen soll. Mir ist überhaupt nicht klar, was dann letztlich das Ziel sein soll. Wenn man Assad schwächen will, aber nicht entscheidend, kommt man letztlich an einen Punkt, dass das Regime in Bagdad, in Damaskus möglicherweise die Situation einfach aussitzen kann. Was wäre der nächste Schritt? Will man dann weiter eskalieren? Gibt es überhaupt eine Situation, aus der heraus die katholische Friedensethik sagt, ja, jetzt ist Gewalt angemessen? Die katholische Friedensethik denkt vom Ziel her, und das Ziel muss der Frieden sein. Das heißt, am Ende muss ein friedliches Zusammenleben der Menschen möglich sein. Und unter dieser Fragestellung muss man sich fragen, was ist zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und es kann, wenn im äußersten Fall, wenn keine anderen Mittel mehr zur Verfügung stehen, die Frage eines militärischen Einsatzes angemessen sein. Aber ich glaube, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass der Einsatz von Waffen in einer Situation, in der wir heute leben, immer zum Tod und zur Verwüstung und auch zu einer schweren Schädigung von Menschen führen wird, die nicht unmittelbar Verantwortung für die Ursachen der Gewalt tragen. Das heißt, wer den Einsatz von militärischen Mitteln befiehlt und entscheidet, muss sich darüber in Klarheit verschaffen, dass er diese Folgen mit zu verantworten hat. Dies gehört für mich in eine Abwägung rein. Und die Erfahrungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, mit Interventionen in Afghanistan, im Irak und in Libyen, zeigen, dass es unendlich schwerer ist, nach einem militärischen Einsatz eine Gesellschaft wieder aufzubauen, als einen Militärschlag durchzuführen. Den können Sie von außen relativ schnell durchführen, aber die Frage, was dann kommt und ob dies nicht in eine Abwägung mit hineingehört, das scheint mir etwas, was wir heute viel genauer und viel intensiver diskutieren müssen. Also es bleibt trotz des Gefühls der Ohnmacht reden, reden, reden und den Opfern helfen, wie es die Hilfswerke machen dann. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also Sie müssen in diesem Konflikt zuerst einmal anerkennen, dass es keine schnellen und leichten Lösungen gibt. Auch ein militärischer Schlag wird nicht das Problem lösen, sondern neue Probleme gerieren. Das heißt, wenn wir vor der Abwägung stehen, ob wir den steinigen, auch hässlichen und kompromissvollen Weg gehen müssen, beispielsweise Russland und China einzubinden, ja, in der Tat. Das ist, zumindest besteht eine Chance, und Experten, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen, sagen, dass eine realistische Chance besteht, wenn man Russland und China ein entsprechendes Angebot macht, diesen Konflikt mitzulösen. Denn auch diese beiden Mächte wollen nicht, dass sie letztlich die Verantwortung dafür mittragen, dass gegen die syrische Bevölkerung Giftgas eingesetzt wird und vielleicht auch künftig in anderen Konflikten.